einem sehr gut, ja, sehr gut, wunderbar, ja. Erwachsene Menschen beloben sich meist nie. Und das machen wir auch, wenn was gut gelungen ist. Lach-Yoga. Lach-Yoga kommt aus Indien. Ihr seht in der Mitte Dr. Madan Kataria aus Mumbai. Der hat vor 20 Jahren diese Idee gehabt mit dem Lachen. Denn Lachen hält bekanntlich gesund, es baut Stress ab. Ja, man macht wirklich sehr viel für seine Gesundheit, wenn man täglich mal eine Viertelstunde lacht. Nicht nur wie bei den Witz und Comedy, mal so ganz kurz, sondern lang andauert. Mal so eine Strecke, 10 Minuten, glaube ich, ist auch schon ganz gut. Und sowas übt man halt bei uns in einem Lachclub. Es gibt in Frankfurt 2 Lachclubs. Ich habe so Flyer liegen, da kann man die Adresse sehen und wann da gelacht wird. Und für mich ist, ich bin ja Künstlerin und Lachen ist für mich eine soziale Skulptur. Dieses Erleben des gemeinsamen Lachens, ja, das baut sich für mich dann zu einer Skulptur aus. Deshalb lasse ich auch Kirchtürme lachen, also, oder Spiegel lachen oder Bänke lachen. Ja, natürlich immer mit einem schelmischen Hintergrund, aber es lacht, ja. Und ich bitte euch jetzt einfach für die Session hier, für unser Happening, dass wir alle stehen, hier vorkommen, eng beieinander sind, also nicht so im Raum verteilt. Und dann legen wir auch gleich los. Lachen ohne Grund ist das Motto. Und wir schließen einfach mal die Augen und versuchen mal so ein Ho, Ho, Ha, Ha. Der Bauch schwellt dabei vor, ja. Also Ho, Ho, Ho. Yoga, weil wenn man so übt, dann ist man schnell aus der Puste und braucht wieder ein tiefes Atmen. Das dritte ist, dass wir spielen, wie ein Clown, pantomimisch, alles ist erlaubt. Ihr könnt euch jetzt hier total auslassen mit eurem Partner und gucken, was kann ich alles ausprobieren, wo traue ich mich nicht, das mache ich jetzt. Ja? Genau das ist der Punkt. Ihr macht all die Dinge, die ihr jetzt gerne machen wollt. Ja? Und dann ist Tanzen noch ein vierter Punkt und Singen. Also bei uns wird auch laut gesungen. Ja? Ja, wie sehe ich aus? Bin ich schön oder so beim Lachen? Dann kippt es.
viel mehr vor Lachen. Also das ist wichtig. Und Beuys, spricht auch Josef Beuys, unser